Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kündelschau. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt die Ferien genutzt. Jetzt sind wir ja am Ende und wir wollen auf die nächste Woche blicken. Da ist nämlich Gemeinderatssitzung am 13. am Dienstag. Um 18 Uhr geht's bei uns im Sitzungssaal los und wir haben unter anderem spannende Themen drauf. Breitbandversorgung, aber auch Kindergarten- und Schulentwicklung. Bei Breitband zeigen wir, wo stehen wir gerade beim Glasfaser, wo wird die Stadt in den nächsten Jahren investieren, darf sie investieren, das entscheidet der Gemeinderat, und wo wird privat eigenwirtschaftlich ausgebaut durch die deutsche Giganetz. Wir zeigen aber auch bei Kindergarten- und Schulentwicklung, wo wir jetzt tatsächlich angreifen. Wir holen uns die Ermächtigung, wenn er sie denn gibt, vom Gemeinderat, dass wir in die Ausschreibung gehen können, konkret für die Grundschule Amrichshausen, für die Erweiterung der Grundschule Talecker und für die Kindergärten Weißbach-Silcher-Straße und Kindergarten Talecker 2. So, das sind spannende Themen, die auf uns warten. Und dann könnt ihr auch für euch was machen, nämlich Thema Gesundheit. Stadtradeln beginnt dann auch in der nächsten Woche am 18. Da findet ihr auch Infos bei uns auf unserer Homepage. Und ihr könnt euch zusammenschließen und ein Team gründen oder einfach alleine mit teilnehmen. Wird uns auf jeden Fall freuen, wenn ganz, ganz viele mitmachen. Und mitmachen abschließend ist auch noch ein tolles Motto, was wir haben beim Thema nachhaltigen Bauen. Da haben wir einen internen Workshop bei uns im Haus gehabt, wo wir einfach überlegt, was kann die Stadt einfach tun? Welches Fundament können wir als Stadt bauen, damit nachhaltiges Bauen in Künzels auch gelingt? Gerade auch im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, wollen wir hier inspirierende, innovative Projekte vorher fördern und auch selber als Stadtverwaltung Vorbild sein. So, und mit diesen Informationen wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis bald.